In diesem Video tanzen wir wieder gemeinsam. Mein Name ist Diana, ich bin Tanzpädagogin, Burlesque-Lehrerin und Bauchtanzlehrerin. Und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir kleine Burlesque-Tanzchoreografien zum Mitmachen. Und auch heute habe ich wieder eine kleine Tanzkombination für dich vorbereitet. Ich tanze sie dir zuerst einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und anschließend tanzen wir sie beide gemeinsam. So, diese kleine Tanzkombination tanzen wir heute in diesem Video. Und genau, du kannst direkt mitmachen, wenn du möchtest. Okay, ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Wir fangen an mit einer eleganten Pose. Dafür stellst du dich wieder schön hin, das heißt, du drehst mit deinen Zehenspitzen einmal nach außen, 45 Grad, so dass deine Zehenspitzen in die Ecke des Zimmers zeigen. Stell einen Fuß auf, dicht am anderen Fuß, also hier nicht so weit weg, sondern dicht am anderen Fuß. Dein Knie ist hier über deinem anderen Knie, nicht so, sondern so. Du hast hier eine schöne Silhouette. Du richtest dich auf, aus deinem Dekolleté scheint die Sonne, deine Schultern rollst du einmal nach hinten und steckst sie hinten in die Hosentasche. Mach deinen Hals lang und stell dir vor, dein Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Genau, und jetzt packst du deine Hände in die Hüfte und wackelst 3 bis 4 Mal, je nachdem wie es zu deiner Musik passt, mit der Hüfte. Also 1, 2, 3, 4. Und jetzt nehmen wir nacheinander beide Arme nach oben. Also, erster Arm. Und der zweite Arm. Mach dich hier richtig schön groß. Also streck dich, mach dich lang, genieße das. Stell dir vor, du hast eine Krone auf dem Kopf, ja? Sei hier richtig schön stolz. Genau, halte diese Pose für circa 2 Sekunden. Und dafür kannst du dir vorstellen, jemand schießt ein Foto von dir. Ja, dann ist es leichter, diese Pose für 2 Sekunden zu halten. Genau, jetzt nimmst du deine Arme nach unten. Lässt hier die Hände auf den Hüften. Und anschließend machst du einen Grind, beziehungsweise mehrere Grinds. Grinds sind diese weich, fließend, geschmeidigen Bewegungen. Es gibt mehrere unterschiedliche Arten von Grind. Wir hier in diesem Video machen jetzt den Grind, bei dem wir uns vorstellen, wir malen mit der Hüfte eine 8 auf den Boden. Ja, also du kannst dir hier gedanklich 2 Stifte an deine Hüfte packen. Und dir vorstellen, du malst damit jetzt eine 8 auf den Boden. Und lass diese Bewegung richtig schön weich, fließend und geschmeidig werden. Ja? Eine Vorstellung, die dabei hilft, so etwas weich, fließend und geschmeidig werden zu lassen, ist, dass du gedanklich Wasser in deiner Hüfte hast und das jetzt so einmal von Seite zu Seite gespült wird. Genau, und alle Bewegungen, die wir hier machen, genieße einfach diese Bewegungen. Mach das nur für dich, ja? Versuch jetzt mal nicht daran zu denken, oh Gott, was würde jetzt hier mein Arbeitskollege denken, wenn der mich jetzt so sehen könnte? Oder auch, Mann, ich muss jetzt hier noch putzen, noch einkaufen und dieses und jenes erledigen.
Ja, sondern wirf das jetzt einfach mal so völlig von dir ab und genieße einfach den Moment. Ja, gönn dir einfach mal dieses bisschen Zeit für dich. Genau. Und auch die Grinds kannst du jetzt wieder so lange machen, wie sie zu deiner Musik passen. Anschließend laufen wir 3 Schritte nach vorne. Ganz einfach, elegant. 1, 2, 3 Schritte nach vorne. Wieder elegant hinstellen. Und jetzt nimmst du einen Arm nach oben, so horizontal, hier auf halber Höhe. Mit dem anderen Arm machst du jetzt hier eine große Bewegung. Und jetzt krabbelst du mit deinen Fingern deinen Arm entlang. Und ja, wenn du das machst, versuch mal hier nicht so dein Gesicht komplett zu verdecken und lass hier die Finger lang und elegant, also nicht so, sondern so, also nicht hier so irgendwie, sondern Finger lang und elegant und auch hier von der anderen Hand die Finger lang und gestreckt. Lächeln und los. Und das Ganze beendest du mit einer Pose. Sehr schön, wunderbar. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wir tanzen jetzt die Choreografie noch einmal.